Leute, ich fahre jetzt zu meinem Zahnarzt wegen meiner Lücke. Ich habe eine Lücke, die sieht man nicht. Hier, ich bin nicht zufrieden damit und es ist minimal um eine Lupe, aber er macht mir meine Zähne kostenlos. Ich freue mich. Schönen Tag euch. Ich mache das Gewinnspiel um 16 Uhr, ich schaff's nicht früher. Ich muss noch die Bilder aussuchen. Ciao, ciao. So Leute, in 7 Minuten habe ich den Termin. Ich glaube, ich sah noch nie, ohne eingebildet zu klingen, aber selbstbewusst so gut mit einer Maske aus, weil meine Augen sind halt auffällig geschminkt, deswegen. Aber irgendwie, wenn ich die Nase so, dieses Ding so zuziehe, sitzen die so richtig, jetzt sitzt richtig. Also, ich gehe jetzt zum Termin, ich freue mich drauf, ich zeige euch nachher das Ergebnis. Aber so eng kann man echt kaum darunter atmen, Katastrophe, ich mache sie sonst nie so eng, ein bisschen mit Luft. Also, ihr Lieben, schönen Tag auf euch, ciao. Hey Leute, es ist so, so geiles Wetter und gegen Licht kann ich euch schlecht zeigen. Meine Zähne, die sind gemacht. So glücklich. Vielleicht sieht es nämlich besser. Boah, die Sonne scheint in mein Face rein. Ich steig mal ins Auto, ich hoffe, es ist nicht zu warm da drin. Ja, wer hat Lust, das mit mir zu unternehmen in Freiburg? Wer hat Zeit? Lisa, soll ich dich besuchen kommen? Boah, es ist warm im Auto, gleich mal Klima anschmeißen. Oh mein Gott, Leute, ich bin so glücklich. Ich bin wirklich echt happy. Mega, mega, mega glücklich. Habe am Arzt tausendmal gedankt. Er hat es einfach drauf. Mal gleich Musik anschmeißen. Und ich habe ein bisschen geheult, aber nicht, weil es wehgetan hat, sondern die Tränen sind gelaufen. War ein bisschen anstrengend, die ganze den Mund aufzuhalten. Leute, also, meine Mädels haben keine Zeit. Eine ist in Stuttgart, die andere macht was mit Family. Die eine habe ich noch nicht gefragt. Julia, vielleicht macht sie was mit ihrem Freund. Julia, du weißt, welche Julia gemeint ist. Ja, Celine hat auch keine Zeit und deswegen hat jemand Lust, was mit mir zu unternehmen. Ich bin gerade in Freiburg und bevor ich irgendwie alleine was mache, klar, sonst gehe ich halt heim und mache mein Zeug, was ich zu Hause immer mache. Oder ich gehe nachher vielleicht Inliner fahren. Übrigens, ich höre gerade, Deutschland ist stabil von Teddy, oder wie der heißt. Ich habe seinen Namen vergessen. Dieser Teddy. Schreibt mir mal, Leute, Mädels, also an die Frauen da draußen, Mädels, die mich kennen von Instagram und die ich auch schon ein bisschen kenne, ob ihr was machen möchtet. Oh, das ist ein süßer Typ. Ja, also ich habe echt heute... Ich habe wie immer gute Laune, es ist geiles Wetter und ich habe Bock, Eis essen zu gehen und irgendwas zu machen.